Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit dem Valkyrie und dem Xentor. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. So, wir sind immer noch auf Masperon, auf dem Alien-Planeten hier und wir sind gerade auf dem Server, haben uns ein bisschen orientiert und hier sind so viele Alien-Basen, das ist der Wahnsinn. Xenotempel, Versorgungsstation, Drohnenbasis, da hinten ist noch so eine Walker-Basis. Das sind, wir haben hier ist alles voll mit Tooltips. Ja, genau, wenn man hier fliegt, ist es der absolute Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, wie in den Kommentaren schon stand, ich habe die falsche Munition angepackt. Ich habe jetzt nur noch Raketen, das ist natürlich irgendwie ganz schlecht. Also es wird schwierig, die Drohnen abzuschießen. Und nicht nur die, es ist alles schwierig hier gerade. Weil wir kriegen hier von allen Seiten, kriegen wir jetzt richtig auf den Sack. Ich muss mal die Tooltips ausmachen, das ist echt krass. Kann man? Wie denn? F9 einmal. Alles klar, sauer. Oh, erstmal die Drohnenbasis, ne? Die Raketentürme abschießen. Ja. Oh. Aber da hinten dieses Ding, was auch immer das ist. Man muss aufpassen, dass vielleicht kriegen wir die eine Basis dazu, auf die andere Basis zu schießen. Ja, ich glaube, das geht nicht. Ja, doch, warte mal. Guck mal hier, wenn wir hier hin. Da ist ein Truppentransporter drauf. Irgendwas hat mich hier erwischt. Boah. Wir gehen langsam die Raketen aus, das ist das Problem. Ich habe noch ein paar dabei zur Not. Ich schieße die ganze Zeit nur mit Raygun. Bam. Na, ich versuche jetzt so die Selbstmordgeschichte. Ich fliege immer frontal drauf das Ding zu, hinten. Schieße einmal, wende dann wieder. Hatte man mir empfohlen. So, das Ding ist weg. Übrigens, ihr könnt hier den Helm ausziehen, ne? Nur, dass ihr es wisst. Echt? Ja. Okay, bei dem grünen Nebel wirkt das jetzt anders auf mich, aber ich will es dir mal glauben. Boah, ist hier was los, ey. Ist ja absolute Wahnsinn. So, die Drohnenbasis selber dürfen wir nicht zerstören. Dann kommen ja keine Drohnen mehr. Ich glaube, Kanonentürme, Geschütztürme sehe ich hier gerade gar nicht mehr, ne? Oder? Na komm, stirb, jawohl. Hier ist noch eine Drohne, die nehme ich noch mit. Wirst du wohl? Boah, was eine Action, ey. So, wo bist du denn? Hier, ich habe hier hinten mal platt gemacht. Jetzt können wir die Tooltips mal wieder anmachen. Plasma-Drohne, alles klar. Xeno-Walker-Basis, da ist sie ja. Drohnenbasis. Oh, hier ist sie. Hier sind ja noch Drohnen. Ja, hier ist noch eine Plasma-Drohne. Oh ja. Ups. Hallo. Die hat hier lange gelebt. Sehr gut. Ja, da würde ich auch gerne mal reingucken hier. In die Walker-Basis, ja. Oh, ja, hier wenn wir direkt neben der, wenn wir direkt neben der Drohnenbasis sind, dann haben wir keine Zeit mehr zu reagieren. Können wir den abschießen, den Truppentransporter? Ja, habe ich letztes Mal geschafft. Round, round, spinning round, he's spinning round, he's spinning round. Gib's ihm! Macht ihn fällig! Ich würde sagen, der hat kein Licht mehr, der ist außer Gefecht gesetzt. Na, der zackelt noch. Ja, lass ihn, der wird ja mal wieder von dir angeschossen, dann dreht mehr. Er sich. Ne, der leuchtet vorne noch. Scheiße. Xander, wo bist denn du? Guck mal, ich renne vor einem Käfer weg. Der lebt noch, der Sack. Ah, dann lass ihn. Komm, wollen wir oben landen? Ich glaube, es ist besser, ne, oder? Wo denn, auf der Drohnenbasis? Nee, auf der Walker Station. Keine Ahnung, was ist denn das hier? Das ist die Drohnenbasis. Ach, das ist die Drohnenbasis. Ich wollte ja zur Walker Station. Die Walker Station ist direkt nebenan hier. Da ist aber noch eine große Kanonendrohne hier unten. Oder ist die abgeschossen? Ich glaube, die ist abgeschossen. Die ist abgeschossen, die ist platt. Ja, ja, genau. Die sind alle tot. Warte mal, hier ist ekliges. Nee, das ist nur so ein komischer Tentakel, der hier aus dem Boden kommt. Nee, hier ist ein Golem vor mir. Huch! Das merke ich mir einfach. Hast du das? Ja. Kriege ich den nicht? Den kriege ich gar nicht. Okay, dann schieße ich mit der Pistole ab. Warte mal. T. Nee. Y. Boah, wie viel. Ja, jetzt liegt er. Der hält aber ordentlich aus. Alles klar. So. Dann. Wenn ich schon beide so gesagt habe. Bist du? So. Mal eben kurz nachladen, ja, alles klar, geladen. Wo gehen wir denn hier mal? Geladen. Rauf, warte mal. Ich versuche hier mal die Schräge hochzukommen und dann mit Jetpack. Oh, hier, Truppentransport nähert sich.
Der will nur spielen. Verdammt, da komme ich nicht hin. Ja, der landet bei der Drohnenbasis. Ich versuche mal hier oben in der Mitte. Guck mal, ob hier irgendwas ist, wo man reinkommt. Ich würde hier oben gerne hoch, wo ich jetzt gerade bin. Das wäre ganz geil. Also in der Mitte kommt man auch nicht rein. Ah, hab's geschafft, hier etwas hochzukommen. Also man muss schon hier irgendwie... Okay. Ich versuche mal hier ein Loch einzuschließen. Ich höre schon unser Empfangskomitee. Ja, ich bin ein bisschen drin jetzt. Aua. Ich bin ganz drin, scheiße. Wow, was hat mich denn so erwischt, dass ich... Habe ich noch Medipacks? Ja, hier drin sind viele... Aua, verdammt, woher? Ha, ich habe gar keine Medipacks mehr und meine Gesundheit sieht nicht gut aus. Ich habe noch 8 Stück, ich komme. Oh, fuck. Truppentransport. Achtung, unten. Knallt. Oh, Mann. Oh, fuck. Ach, da sind die Aliens drin hier. Warte, ich glaube, ich bin auch da, wo du bist. Warte, glaube ich. Da, wo die großen Löcher sind. Nee, ich bin im ersten Stock oder so, kann man sagen. Ja, ich auch hier. Ich bin gegenüber. Ja, ich habe noch 8 Medipacks. Warte. Ich komme mal eben. Juhu. Ich komme mal eben. Wo? So, was? Inventar war wo auf I. Warte mal. Hier, ich bin neben dir. Nach oben. Ja, ich stehe neben dir hier. Ich sehe dich nicht. Ich habe keine Idee, wo du bist. Da, wo du gerade warst, wo du rübergehüpft bist. Warte. Oh, hier. Ja, da ist nicht sicher. Hier, guck mal, hinter der Konsole. Wieder zurück. Hier ist größer. Da vorne fällt alles runter. Nee, da fällt uns gleich das ganze Inventar runter. So, warte. Medipacks. 4 Stück. Bitteschön. Sieht gut aus, danke. Oh, 4 große gleich. Krass. Okay, hier super. Ja, ich habe noch ein großes. Ah. Ich bin nicht gut vorbereitet. Oh, verdammt, ich bin runtergefallen. Ich höre hier noch sehr, sehr viele Geschütze irgendwie. Hier kommt was die Treppe hoch. Oh. Ach, du mit deiner Minigun, ey, die ist ja aber auch fett. Die ist gut. Macht richtig Spaß. Ich fühle mich wie Rambo ein bisschen. Da habe ich leider keine Munition mehr für. Wer den Krieg überleben will, muss so selbst zum Krieg werden. So. Wir looten mal, ne? So ein bisschen. Ja, jetzt ist hier, glaube ich, auch Ruhe. Ja, erstmal, ne? Container. Oh, schön. So, ich habe Elektronik und Komponenten. Also irgendwas macht hier noch... Ja, ich habe, ich habe es auch grummeln gehört. Du bist unten, ne? Nee, ich bin hier oben auch. An so einem Dings gerade hier. Neodymium. Hier sind Klos, okay. Ach du Scheiße. Okay, Aufzug hoch. Ich nehme mal den Fahrstuhl. Du bist unten oder wie? Oben. Ne, ich bin den Fahrstuhl hochgefahren hier. Da waren so 3 so komische Dinger. Ist denn hier ein Fahrstuhl? Ich habe einen Fahrstuhl gefunden, aber der geht nur nach unten. Ups. Toll. Das ganze Spiel geht wieder an mir vorbei. Hier ist die Farm und ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Idee, wo du bist. Ich weiß auch nicht, wo ich hier nach oben gehen soll. Warte, ich schieß mich jetzt durch die Wände hier, bis ich irgendwie mal... Hinter dir, hier. Dreh ich mal nach links. Hier. Nein, hinter dir, genau hinter dir. Hier. Ah, hallo. Okay. So, Minigun alle. Oh, Pflanzen hat's hier auch. Bam. Ja, hier sind Pflanzen, genau. Super. Eigentlich eine sehr hübsche Base, muss ich sagen. Ja. Tempel. Lootest du die Viecher? Nee, habe ich nicht gelootet. Da ist noch Munition drin in den Dingern. Oh, Munition habe ich. Medikits und so. Ich habe mal die Container gelootet. Den hier auch schon? Ja, Tatsache. Sagt man der auch. Es geht doch bestimmt noch weiter nach oben hier. Oh ja. Ah, hier ist die... Bumm! Ja. Hey, lass das, ich hör auf. Lass das, ich hasse das und meine Mama auch hier. Oha! Oh, das bist du schon? Mann, lass das. Verjagt mich doch so. Also über uns ist der Kern, aber... Okay, nochmal gut Ressourcen hier. Wo ist denn der Xentor eigentlich? Xentor, wo steckst du? Zu Hause? Ach so, okay, ich mach den Kern platt.
Ja. Und es wird dunkel. Tatsache. So, dann baue ich hier nochmal. Die Generatoren ab. Oh. Ich nehme so ein bisschen Deko mit hier. Ja, ich habe, glaube ich, nicht mehr wirklich viel. Nee, ich habe gar keine. Ich habe gar keinen Platz für Stahlplatten. Warte mal, ich schmeiß mal zwei Alien 2s ab und zwei. Ich habe das abgebaut. Toll, ich habe die Generatoren abgebaut und habe jetzt nichts dafür bekommen. Ach, hier oben sind wir jetzt. Okay. Oh, eine schicke Basis, muss ich sagen. Oh ja, schön gemacht. Und jetzt kommen wir an und machen alles so, kaputt. Oh, ich bin draußen. Autsch. Waren wir hier oben schon? Das für ein hässliches Viech. Sache, waren wir schon. Alien-Skorpion. Du bist ganz unten schon wieder? Ich bin draußen unten, ja. Ich hab mir eben so einen Skorpion platt gemacht. Reaper. Da hinten waren aber noch mehr tolle Sachen. Also so Alien-Basen und so. Das Ding wäre cool, wenn das fliegen könnte. Das sähe richtig böse aus. Ich meine, sieht böse aus. Diese Walker-Station, die sieht aus, als hätte sie so vier fette Landefüße. Ja, das stimmt. Ist natürlich auch eine Idee, sowas so zu bauen, ne? Und dann unten in der Mitte so fette Triebwerke, dass das Teil einfach nur nach oben fliegt. So, Valkyrie, nee, das ist deins. Das ist ja, meins das da. Das ist meins. Ich muss da mal rüberlaufen. Na nun, hier war doch was. Hier hat doch was gegrunzt eben. Ja, irgendwas grunzt hier noch, ja. Bei mir ist gerade irgendwas geknallt in der Bude. Wollen wir dann zurück zu unserem Kollegen Xento und mal beim Wiederaufbau oder so helfen? Ja, warte, ich wollte einmal kurz. Irgendwo war hier noch richtig Action vorhin. Ja, hier an der eine Versorgungsstation oder? An der Drohnenbasis natürlich, ne? Oh, hier sind aber noch viele. Oh. Ja, hier sind auch Xenotempel, Versorgungsstation. Aber ja. Mein Inventar ist letztendlich. Obwohl, ich könnte in die Kisten. Ach, das ist ein fetter Käfer hier. Oh, irgendwas schießt da. Ja, der Tempel. Ein böser Tempel. Wo ist denn da? Immer auf das Mündungsfeuer schießen. Bam. Oh, ich dachte, der ist weg. Ja, der ist genau dahinter. Oh, der ist immer noch nicht weg. Kann ich denn nicht? Doch nicht. So, jetzt ist er weg. Stirb, böser Turm. Genau. Guck mal, da steht einer. Da hängt noch ein Alien drin. Ne, das war ein Geschütz. Ne, ich glaube, das war so ein Vieh. Okay, wollen wir wieder zurück? Ich weiß gar nicht, wo es zurückgeht. Nach oben. Nee. Bist du, ist unser Schiff unten oder sind wir? Wir sind auf dem Planeten, er hängt an der Wand fest, hat er doch vorhin. Ja, nein, er hängt nicht an der Wand fest. Ja. Da ist er, einfach nur nach Nordosten. Folge mir durch die grüne Wand. Meinst du? Okay. Die grüne Wand sehe ich noch gar nicht. Achso, hier ist so grüner Nebel. Nee, hier kommt auch irgendwo eine grüne Wand. Hier war eine. Aber wahrscheinlich weiter rechts oder so. Na? So, ich brauche unbedingt Railgun-Muni. Ich habe nichts mehr. Alles alle. Vielleicht habe ich die Railgun-Muni. Ich weiß nicht, ich habe ja irgendwas Falsches hergestellt. Kickenbomber. Übrigens hat Complex Mine vorgeschlagen, wir könnten eigentlich mal eine Kategorie Notfallbeleuchtung in das große Schiff einbauen. Falls wir mal irgendwann Strom sparen wollen, dann könnte man dann nur die Notfallbeleuchtung einschalten. So. Das ist so eine Angriffsbeleuchtung. Ohne Lichtwürfel quasi wahrscheinlich. Die fressen doch gar nichts. Die sind doch selbst luminisierend. Ja, gut. Da sind Quallen drin. Ach, und Xandro, ich soll dir übrigens von Gamesco LP, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ausrichten. Er hat geschrieben, sag Xandro bitte, dass das eines der besten Schiffe ist, was ich je gesehen habe. Danke. Unsere Geschütze ballern, sehe ich gerade.
vom Schiff. Es ist aber echt schön. Also wenn ich das mal so sehe hier im Nebel. Ja. Oh, guckt euch das an. Das ist mal ein Screenshot. Warum schießen die denn wieder, die ganzen Kanonen? Vor allem, die schießen auf unser Schiff selber, habe ich das Gefühl. Die schießen auf die Gegner, die hier rumwudeln. Da hatten wir das nicht abgestellt, dass sie nur auf Aliens schießen sollen und nicht hier auf... Hier gibt's aber fast... Na gut, aber naja. Ich dachte, naja, Aliens, dachte ich mir, sind jetzt nicht die Tiere, sondern die Viecher auf zwei Beinen halt, ne? Ich stell's mal ab hier. Ja. Das der ist blöde Geballer. Haben wir gleich gar keine Munition mehr. Hat er viel reingepackt, aber wenn er schon die ganze Zeit am Rumratzen ist hier, dann war's das bald. Alien Predator. Ah, Predator ist noch angeschaltet, siehst du? Ja, die tun ja nichts hier. Ich glaube kaum, dass sie unser großes Schiff auseinandernehmen. Stell dich mal 10 Minuten unten auf den Boden, dann sag das nochmal. Nee, dem Schiff selber bin tun ich ein Raumschiff? Nichts. Glaubst du ernsthaft? Also du sagst damit, wenn ich mich jetzt noch hinstelle, dann fangen die an, unser Schiff auseinanderzunehmen. Oder was willst du jetzt dich. Sagen? Ja, aber das eine hat doch mit dem anderen leider überhaupt nichts zu tun. Wir sind ja drin hier, wir sind ja nicht draußen. Oder? So, jetzt müsste Ruhe sein. Was sieht aus wie bei Alien hier? Ja. Mit dem grünen Nebel ist unheimlich, ja, ne? Irgendwie, richtig, oder? Geil. Railgun-Munition, ganz so, viel. Wo ist sie? Da, eine LG-Ladung? Nee. Erstmal die Railgun-Kugel in die Konstruktoren packen hier. 100 sind wie viel? 25, 2500 Schuss. Was reicht. Du denn da? Wie heißt denn das Magazin, was du da herstellst dann? Railgun-Kugel. Ach so, sowas habe ich nicht. Sowas habe ich nicht hergestellt. Das weiß ich. Auch, ich bin voll. Warte mal, da muss ich mir eben ausladen. Hier das weg. Das und das. Das und das. Ich stelle mir auch nochmal ein bisschen Munition her. Und zwar sicherheitshalber. PL-Ladung ist das doch. BABG, PL-Ladung. Warum steht da eigentlich nicht gescheit dran, was es ist? Pistolenlaser. LG-Ladung? Das wäre stimmt. Doch schön. Weiß ich nicht. Da musst du bei deinem, einfach was dran, hast du? Munition für Pulslaser oder sowas. Zum Beispiel. Ach, Pulslaser hast du? Oder was hast du dran? Ja, aber Laser, du kannst oder? Es ja nicht lesen anhand der. Die Beschreibung ist ja ein bisschen krude, die da hängt. Munition, irgendwo. Warte, LS-Ladung KR. Steht überhaupt nicht dran, wofür es ist. Steht überhaupt nicht dran, wofür es ist. Du musst bei der Waffe gucken, da steht dann Munition, ja. LS-Ladung KR. Ja, brauche ich. Ja. LS-Ladung KR. Da ist dieser komische grüne. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Gibt es aber ein eigenes Ding für. Oh, die haben ja mal eine Frachtbox abgeschossen, die Schweine. Ja, und ich habe PK-Ladung. LS-Ladung KR. Ich stelle dir mal ein paar her. Oh. Also ich habe PK-Ladung und PL-Ladung. Wenn die jemand gebrauchen kann, kann er die gerne. Du kriegst mal 2500. Aber ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Das kannst du anhand der Beschreibung ja unmöglich sehen. PK-Ladung. Keine Ahnung. Warum schreibt man das eigentlich nicht aus, wofür das sein soll? Ich mache dir ein paar. Sind im linken Konstruktor unter der Decke, da werden sie gleich sein. Ja, schmeiß ich die anderen auch rein. Habe ich schon mal einen Auftrag gegeben. Ah. Obwohl, nee, die schmeiße ich hier unten in der Mitte in die Kiste rein, die ganzen Ladungen, die wir haben. Nee, vielleicht nicht in die. Hier ist ja Chaos auch in den Kisten, ne? Chaotische Lagerordnung. So, die erste Kiste, die im Eingang steht, da sind jetzt Sachen drin. Oh, wir haben keine 135mm Raketen mehr für unsere Raketengeschütze auf dem Schiff. Lauf hoch hier. Was brauche ich? Ich brauche noch zwei. Moment, hatte ich mir nicht schon mal zwei Fahrwerksfüße hergestellt? 135mm. Hey, wir bewegen uns, kann das sein? Ja. Okay. Ja, das sind die Viecher, die schubsen genau. Das Raumschiff gerne mal durch die Gegend. Ich würde sagen, das ist aber mächtig Kraft, das Ding. Echt, die schubsen Skorpion schiebt uns durch die Gegend. Schiff. Okay, das ist schwierig. Das ist mal wirklich interessant, dass sie das große Schiff schieben können. Ja, das sind Schiebimon. Zito, ich möchte gerne einen Bug reporten. Kleine Tiere können große, tonnenschwere Schiffe durch die Gegend schieben. Alter! Was denn? Ich habe hier in dem einen Konstruktor, da habe ich Railgun-Kugeln. Da habe ich schon ein paar hergestellt. So ein paar. Wie viele denn so? Ich guck mal eben.
5000. Ich habe die alle in meinem Inventar und lade zum Aimel mein Schiff. Oh yeah. Was hast du Ballern geben. Vor zum Henker? Ey. Wow, wir haben ja aber viele Metallstücke da unten. 900, wir haben 2000 Metallstücke. Ich teile die mal eben auf irgendwie in die beiden Konstruktoren hier. Also jedenfalls die Hälfte davon. Oh, ist das geil. Die kriege ich gar nicht in eine Munitionskiste rein hier. Ja. Voll. So sieht's aus. Okay, kann ich mal eben reinhüpfen, nachladen, dann habe ich schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Ich wollte noch eine neue Frachtbox herstellen, nachdem sie meine alte ja zerdeppert haben. Da haben wir sie. Alles klar. So, dann wollte ich... Über 3000 Schuss, geil. In die Küche? Kann ich noch eine? Ich habe noch eine Munitionskiste, ist das gut? Ich glaube, ich besorge uns gleich nochmal ein bisschen Fleisch hier, oder vielleicht. So, und Tomaten. Aufgeladen. Können wir irgendwas hier zum Schiff gerade mit beisteuern? Oder was machst du gerade, Xentor? Mal ein paar gescheite Seitentriebwerke angebaut und jetzt... Ja. Stimmt, das war ja alles nur so ein bisschen provisorisch, was wir da hatten. Ne? Ich würde gerne so ein paar Antennen bauen am Schiff hier. Das ist so mein doch. Beitrag, den ich mal leisten kann. Ja, dann mach doch, kannst du doch. Gib doch im Demo-Bereich. Mach ich. Aber ich hab's, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Doch, da. Wie teuer Trussings sind, weil Till Sievers hatte mir irgendwie noch geschrieben, ich könnte vielleicht mal die Einflugrampen mit Trussing-Blöcken verlängern, so Skelettbauweisen technisch. Ach, Gerüstblock. Oh, hier sind noch 40 drin. Braucht die gerade jemand? Nö. Okay. Nimm sie dir. Ich gehe jetzt mal unten eben hier die Viecher. Sag mal, wie viel stellst begrüßen? Du denn hier noch her? Du stellst ja, wie viel LS-Ladung, so viel brauche ich nicht, ne? Du stellst hier irgendwie 5000 Schuss auch her, ne? Das ist für dich, viel. Ja. Ja, aber so viel Schuss braucht doch aber. Wir haben es doch. So. Wir sind doch der Weltenvernichter. So, wo sind die Tiere, die uns hier durch die Gegend schieben? Ich mach sie platt. Oh, Sauerstoff. Verdammt, oben. Sauerstoff blinkt. Du brauchst hier keinen Sauerstoff. Komme ich, glaube ich, in dieser Folge eh nicht mehr zu, die Trussings zu verarbeiten, dann kann ich auch oben beim Konstruktor eben bleiben. Ah, Helm ist aus. Danke, habe ich völlig vergessen. Gerüstblock. So geil wie die Trieb. Irgendwie schwebt das Schiff noch, das ist überhaupt nicht am Boden, richtig? Ja, das liegt daran, weil wir irgendwo auf was. Ah ja, eine Stütze. Irgendwo steht irgendwo was drauf. Das hier? Irgendwo muss ein Teil vom Schiff auf irgendwas draufstehen, dass es nicht weiter runter geht. Da vorne wahrscheinlich, ne? Dieser eine kleine Dorn. Also ich finde diesen Nebel mehr als störend. Findest du? Ja, es ist halt neblig, ne? Es ist halt wie London, nur grün. Ja, richtig. Gleich kommt Jack the Ripper um die Ecke. So, das ist, aber hier, nee, es ist, also ich sehe jetzt nichts mehr, wo es draufstehen könnte. Ja komm, jetzt mach schon Fahrwerk. Fahrwerk. Jetzt fahr schon hin, Fahrwerk. So, und in der nächsten Folge werden wir einen der anderen Planeten erkunden und dann mal schauen, was uns da erwartet. Wir haben mal längst noch nicht alles gesehen hier, glaube ich. Jetzt machen wir mal, wo unser Baby fertig ist, unser Mutterschiff, machen wir mal hier ein bisschen. Ja, wobei wir nicht unbedingt auf jedem Planeten landen müssen damit, ne? Wir können ja im Orbit dann einfach bleiben. Kann nicht irgendwer von euch schon mal irgendwelche gescheiten Schiffswaffen bauen, außer nur die MGs? Was meinst du mit gescheit? Ich habe noch Kanonengeschütze, Artillerie. Was wirkt denn auf dem Planeten oder was funktioniert denn auf dem Planeten? Auf dem Planeten funktioniert gar nichts. Auf dem Planeten funktionieren nur die Miniguns und die Raketentürme. Gut, Raketentürme sind alle, aber ich habe schon für Nachschub gesorgt oder sorge gerade für Nachschub. Nee, ich dachte halt irgendwie mal vielleicht ein paar Plasmakanonen und so ein Quatsch. Git. Was ich git? Bringen die was? Ja, stehen halt wenigstens. Die werden noch total unnütz. Sehen halt wenigstens nach Science Fiction aus. Ja, gut. Plasmageschütz. Artillerie, Minigun, Plasma. Ich habe mal 10 Stück in die Warteschlange geschmissen. Ich mache hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 150 Raketen mal. Ja. Ja. 150 Raketen mal. Warte, wie viel Output ist da? Mal 5. Wisst ihr Bescheid? Okay. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge munitionieren wir weiter auf und gucken dann mal, was das Universum uns noch zu bieten hat. Jo, bin ich mit bei. Haha.
Guti, alles klar. Dann, ja, habt eine gute Woche und bis Donnerstag. Jo, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.